Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Wieder mit unserem kleinen Gast, dem... Schnittchen! Hat schon leichte Atembeschwerden, wir haben noch gar nicht angefangen, aber okay. Ja, ich wollte dir ja nicht ins Wort fallen, ich wollte ja schon schreien. Schreien? Ah, nee, schreien musst du nicht. Nee. So, beim letzten Mal haben wir hier ganz viel Fenster gebastelt. Genau, musst ja zusehen, dass der kleine Kubus nicht vergisst, was er so alles vorhatte. Ja, ich weiß das ja noch. wir müssen noch Sand haben. Richtig. Und wir brauchen Wolle. Ja. Und wir haben, 45 Steine haben wir schon. Ja. Ja, aber wir werden, glaube ich, nicht hier mit hinkommen. Ein bisschen Kohle nachlegen. Ein bisschen nachlegen, so. Und dann können wir direkt noch die letzten, noch den letzten... Oh, wir, die, haben, kein, den, wir genau. haben keine Steine mehr. Das heißt... Ist mal wieder buddeln angesagt. Ja, wir brauchen Steine. Wir müssen mal eine Höhlentour machen. Ja. Sonst kriegen wir... Wow! Ja. Wenn man vom Teufel spricht, oder wie? Ey, ab in die Höhle. Hat der Kubus sich aber schlau ausgedacht, ja. Ja, nimm doch erstmal Sand. Ich nehme, ja, da hinten den Rest, das reicht schon. Genau. Hier wir geben uns Block. Auch mit Kleinigkeiten zufrieden. Blöp. Manchmal. So, sehen wir den Rest hier eben noch mit. Was ist das? Ein liebeskranker Frosch? Ich weiß, nee, das sind hier diese komischen da Gazellen oder was soll man darstellen soll. So. Die hören sich das immer so. Das macht mir Angst. So döselig an. Ja, doch. Wir haben eine Kuh-Überbevölkerung. Siehst das du das? Ja, ich bestaune gerade das Haus. Schick geworden, ne? Ja. Schick geworden, das hier fällt mal. War viel, viel Arbeit bis jetzt. Und hat alles auch viel, viel länger gedauert, als ich das so eingeplant hatte. Naja, also ich meine, was lange währt, wird endlich wow. gut, ne? Wir haben genug Sand. Tschö. Aber die eine Reihe nehmen wir jetzt noch mit hier. Genau. Umdrehen. Und wenn man das anständig haben will, ne? Ja, da muss man auch was dafür tun. So wie, sieht's aus. Wie bei allen Dingen im Leben. Genau. Ja, Geschenk kriegt man ja leider nichts. Nee. Ne? Du sollst ja was für dein Brot tun, ne? Das sowieso. So, wir haben es geschafft. Das ist ein Fisch. Nee, ja, das Qualle. Sieht ja urig aus. Eine Qualle ist das. So, jetzt werden wir hier mal eben. Wum. Wum. Wup, wup. Ist das eine chillige Musik? Schön, ne? Also, wir gucken direkt mal nach unseren Schäfchen. Also, generell. Oh, guck mal. Guck mal, wow, guck mal. Alle schwarz. Haben sich alle schwarz geärgert. Nee, also was ich sagen wollte, so generell ist das doch sehr beruhigend im Gegensatz zu Crash. Ja, ein Crash. Ein kleiner Panda. Ja. Och, wie süß. So, alle geschoren. Nein, hallo, ein Baby-Panda. Geh mal weg hier. Weg, weg. So. Wie viel? 9 Stück haben wir schon wieder. Boah, das, sieht ja, das ist ja wohl mal schön, oder? Ja, nicht? Ne? Aha, das fehlt nur noch eine Reihe. Was. Ehrlich? Ja. Das Flöhe? Ich glaube schon. Fehlt nur noch eine Reihe da drüber. Irgendwie 6 Stück oder so waren das, ne? Nee, oder? 7. 7. Stimmt, 7. 7 Stück. Reicht das? Aber mir 7. gefällt das hier nicht. Das gefällt mir nicht. Ja. Okay, aber du musst aufpassen, da wegen deinen Schafen, ne? Ja, aber das gefällt mir. Das ist alles zu nah am Haus. Ja, okay. Das, guck mal, da kommt die arme Kuh gar nicht durch. Ja, die ist viel zu fett, ne? Nee. Nee, da kannst du jetzt so aber auch nicht sagen. So, tust der Kuh ja auch weh. Du, weg da. Nee. Alter, Meckerziege. So, jetzt machen wir hier noch so eine Reihe. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Mhm. Das Haus muss ja auch atmen. Ja. Nicht wirklich, aber okay. So ein bisschen Platz ist nicht schlecht. So, oh, guck mal. Oh, wir haben ganz viele Babys hier. Guck mal. Kleiner Schießer. Hallo, mein Freund. Hallo. Hier macht direkt eine Wasserquelle. Süß. Was und ist das? Das ist eine Ente. Ach so. Hier, ein Rotkehlchen. So. Und ja, Schießchen. Klar, ein Rotkehlchen. So, jetzt schon cool. gehen wir, warte. Mit Jan Zafischer. Ja, die sind cool, ne? Also ja. Da würde ich auch nicht mehr drauf verzichten. Nee, verstehe ich. So, blöp. 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 So, blöp, 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 blöp. Es nähert sich dem Ende. Dann haben wir den ersten Boden fertig. Ja, und dann, ne? Geil. Wird nachgedacht über den nächsten Streich. Ja, das sowieso. Tag und Nacht. Ja, der ist bald fertig. Es dauert nicht mehr. Also noch eine Lage Schafe. Ja, unter der Druckplatte, da muss auch noch. Ja, ne? Das ist. Da muss sie wieder wegmachen und dann. Ja. Das ist ja doof. 64 Stück. Warum geht denn das nicht hier?
Ich wollte sagen, was hier, ach ja, da gehen ja nur 64 Blöcke rein. Und dann macht er eine Pause, der Eierbär hier. Komm raus da. So, jetzt hätten wir das auf jeden Fall schon mal. Was wollten wir hier? Reicht dir das schon? Ja, ich habe ja keine Steine mehr. Ich muss erst mal Steine kaufen gehen im Baumarkt. Nee, wir müssen jetzt mal Glas. Wir wollten Glas machen. Genau. Nee. Wir brennen noch der Ofen. Ja, ich. So, es reicht, wenn wir die machen. So, hauen wir die rein. Schwupp. Was war das? 7 Stück brauchen wir jetzt. Mhm. Dann könnten wir in der Zwischenzeit schon mal, wenn ich die Schippe kriege. Den Boden da ausheben. Hm? So. Warte mal, stopp. Du machst ja nicht überall den Stein, richtig? Nee, ich mach das jetzt mal außenrum. Machst du das auch kariert oder wie? Nee, das mache ich dann glatt erstmal, glaube ich. Obwohl. Oder so wie so eine Spirale, könntest du doch vielleicht auch machen. Ja, aber ich will ja in der Mitte den Namen, die Buchstaben zimmern. Und dann weiß ich nicht so genau, ob das dann so, ne? Das darfst du ja auch. Danke. Nee? Ja. Danke. Gerne. So bin ich. Ja, so großzügig. Ich wollte jetzt erstmal den Rand so weit hier machen. Ja. So, weil wir werden sowieso nicht mit hinkommen. Jetzt fliegen uns die Türen um die Angel. Siehst du, wusste ich doch. Tja. Wusste ich's. Aber im Haus können die ja keine Schafe abhauen, von daher ist das ja nicht so dramatisch. Egal. Jetzt haue ich das erstmal nämlich hier so eine Reihe rum. Ja. Das ist wieder so eine Lebensaufgabe hier. Ach nö. Da. Bist du schnell rum. Ja, das geht relativ fix so. Jetzt müssen wir eben die Steinchen nehmen. So, blub. Mach mal eine Melodie. Ich wollte gerade sagen, warum tut so, 34 Stück haben wir da schon mal. Ja. So, jetzt wenn wir das auf der anderen Seite mal eben schnell noch wegzimmern. Soll ich dir mal was sagen? Ja. Wenn man von Weitem guckt, dann sieht man die Unterschiede in der Struktur vom Holz. Ja? Ja. Vielleicht machst du die alle richtig rum? Ja. Du bist ja sonst immer der Perfektionist. Ich habe dich nur darauf aufmerksam gemacht, was du daraus machst. Ne? I have mich verbaut. This was fucking Bullshit. Okay. Ja, das machen wir noch. Wir machen jetzt erstmal so die groben Klamotten hier. So, jetzt haben wir noch 18 Stück. Die werden das muss ja nicht unbedingt in Arbeit ausarten wollen. Nein, um Gottes Willen. Ja. Das ist aber eine grutzelige, düstere Mutzig, wa? Ja, die ist total grutzelig. Wir haben ein Loch gemacht. Ja. Wieder ein Loch, da. Ich hab's genau gesehen. Das macht so ein kleiner Kubus schon mal. Ja, ich bin der Löchermacher. Richtig. Lutsch. In der letzten Folge kannst du dich mit Vögeln aus, in dieser mit Löchern. Ja, ich habe es, ne? Was mag man wohl von dir denken? Ach, das ist nicht, ich glaube nicht viel Gutes. So, ja. So, jetzt können wir erstmal unsere Türen hier wieder einsetzen. Ja. Oh ja, das war super. Nee. War falsch rum. Blöd, müssen wir hier nämlich rummachen. So, komm mal her, Tür. Nee. Oder wollt sie dahinter? Sag mal, wollt sie mich jetzt hier? Der will mich wieder. Merkst du was? Der verkohlt mich wieder. Ach. Der kommt gar nicht in die Tür. Guck mal, kannst dich drumherum schlängeln. Das ist falsch rum. Spielverderber. So. Ja. So, jetzt. So. Sieht so gut aus. Perfektomat. Und wir haben 20 ja. Glasscheiben. So, das reicht ja schon mal, weil wir brauchen ja erstmal nur 7. Genau. So, schwupp. Kannst du das schon mal schon wieder machen. Dunkel. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, es ist der März schon wieder. Immer wieder dasselbe. Nee. Immer auf die Kleinen. Ja. Oh, nee, zu weit gebaut. Nicht. Ich habe zu weit gebaut. Gebaut? Ja, abgebaut. Boah, haben wir wieder viele. Boah, Ölleken, guck mal. Pass mal auf. Cool. Nein, die Knackwurst. Die Knackewurst. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Ja. Fertig. Nice. Thanks. Ja. So, jetzt bräuchten wir aber auf jeden Fall noch ganz viel Steine. Man könnte aber auch rein theoretisch jetzt hier innen wieder was anderes machen. Ja, das meinte ich ja vorhin mit dieser Spirale. Ja, obwohl, das sieht dann eher aus wie bei Spirale wirst du durch diese Ecken nicht anständig hinkriegen. Das muss ja auch nicht sein. Sag mal schnell, wie so eine Zielscheibe.
Was, wie eine Wählscheibe? Sag mal, hast du da Musik zu laut auf Ohren? Nee. Wie eine Zielscheibe. Ach so, ja, das ist bestimmt nicht schlecht. Ist nur die Frage, welche Farbe nimmt man hierbei? Und du müsstest dir noch Gedanken über deine Buchstaben machen, wie groß die werden sollen. Ja, das ist eine gute Frage. Dass du dann den Platz lässt. Oder ja. Du machst zuerst die Buchstaben und den Rest drumherum. Ja, das ist auch eine gute Sache. Ne? Ja, aber ich glaube, wir gucken mal eben, ob wir noch Wolle haben. Hey, da ist ein Schwarzschaf. Ganz viele. Da ist schon wieder diese bekloppte Ziege. Ja. Wir haben vorhin mit dem Ziegenpeter gedroht, ne? Ja, nee, stimmt ja gar nicht, war in der letzten Folge. Und da kommt die halt immer wieder. So, jetzt haben wir... Oh, ist eine SM-Ziege. Jo. Das stimmt. Siehst du, vergiss sie. So, jetzt haben wir 7 Stück. Nehmen wir auch noch mit. So, haben wir hier ein bisschen Platz. Ja, jetzt müssen wir mal eben... Hoffentlich passt das jetzt. Doch, doch. Da drunter muss sie ja nicht. Fällt ja nicht auf. Genau. Aber unter der Duckenplatte. Ja. Und da hapert es gleich. 4 Stück. Oh, das geht genau auf, ne? Kann das sein? Ja, ja, guck mal, es geht genau auf, es geht genau auf, es geht genau auf. Wir drehen am Rad, wir drehen am Rad. Look. Wir drehen am Rad. Der Kubus dreht durch. Super. So, fertig. Wo ist denn unsere Rückplatte? Da ist sie. Ja. So, Flatsch. So, damit wäre der Boden... Du. Kompletos fetos. Darf ich vorstellen? Der Boden. Ja. Ja, schön ist er geworden. Ja, schön, ist aber wirklich. So 20 Stück und hier haben wir nur 61. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ob keiner guckt, ne? Ja, ich hätte ja... Also, nee, das geht nicht. Ja, wir müssen mal gucken. Das sieht schon sehr edel aus mit diesem Cleanstone. Nö. Welche Farbe war dazu ballern? Was auch zu dem Rest des Hauses passt, ne? Ja, genau, das ist so ein Problem. Aber wenn du da jetzt irgendwie so einen bunten Klumpatsch in Haus... Ja, ich hätte ja schon eine Idee, aber das ist nicht unbedingt umsetzbar. Jetzt kommt's Lapis Lazuli oder sowas. Ja, genau, das sieht... Ach, ich kenne dich. Hab ich hier einen. Willst du mal gucken? Einen. Ja, ich habe einen Block. Ja, ja, aber... Der ist total geil. So, pui, ich komme. Was wollen wir mit einem Brock? Da ist er. 2 habe ich. Schön. So, pass auf, ich zeig dir mal, wie die aussehen. Schön, oder? Ja. Im richtigen Licht sehen die aber heller aus, ne? Also, was heißt im richtigen Licht? Also, in anderem Licht. Ja, die sind schön, aber so viel Lapis Lazuli habe ich nicht. Warte mal, geh mal zurück. Ja. Wie hast du denn dein Bett gebastelt? Wie ich das gebastelt habe? Nee, sonst hätte ich gesagt, kannst du in die Mitte oben so Lapis Lazuli reinhauen. In die Mitte? Ja, da das geht ja nicht. Mitte, ne? Genau. Deswegen habe ich ja gesagt, geh mal zurück und guck mal. Nee, dann müssen wir schon den Rest meines Lapis Lazulis holen. Du meinst das jetzt hier oben rein, aber das geht nicht. Das sind... Ja, habe ich schon gesehen. Brauchst du auch nicht. Ist ja nicht so schlimm. Okay. War nur so eine Flux-Idee. Ja, das ist ja in Ordnung. Das ist ja... Danke. Hier wollte ich einen Holzbalken reinsetzen. Genau, weil da was reinkommt? Ein Kronleuchter. Da. Aber ich weiß noch nicht, wo ich den hinsetze. Machst du den mit Fackeln dann, oder? Ja, mit Fackeln. Schön. Mit Fackeln habe ich das vor. Mal gucken, aber im Moment mache ich mir mehr Gedanken, wie machen wir den Boden hier? Wie machen wir den Boden? Ja. Weil jetzt mit Holz anfangen, das sieht ziemlich doof irgendwie aus. So Steinholz. Und wenn du vielleicht statt der Steine... Wenn du das jetzt hier mitmachen würdest, wäre das schon edel, ne? Ja. Nicht gerade wenig aufwendig, aber... Oder du lässt dir die Lapis Lazuli für die Buchstaben übrig? Für deine... Das ist eine gute Idee. Buchstaben und dann... und was anderes. Genau. Warte, dann machen wir das wieder schnell zu. Vielleicht rein theoretisch und unter Umständen könntest du das auch nochmal mit Wolle machen. Ja, mit blauer Wolle. Und die anderweitig einfärben. Ja, ich habe noch ein bisschen Lapis Lazuli. Nee, das würde ich mir für die Buchstaben übrig lassen. Ja, das können wir ja schon mal holen. Weil das brauche ich ja dann hinterher noch. Jetzt müssen wir erstmal hier durch die wilde Prärie. Die Musik passt zum Wandern.
Ich brauche ein Pferd. Und einen Sattel. Ich wollte gerade sagen, Pferde sind doch da. Das ist aber da hinten ist schon mein anderes Dorf. Guck mal. Sehr schön. So, Steve, lauf. Das ist aber nicht weit entfernt, wa? Oh, das geht. Entschuldigung, ich habe eine Unke im Hals. Ja, die ist mir aus dem Bildschirm in den Hals gehüpft. Absolut. Hier sind noch mehr Pferde. Sag mal, hast du nicht da in deinem alten ersten den Stall mit... Ja, aber die Sättel passen nicht mehr. Ach so. Das sind ja... Hallo. Ich habe ja hier... Hätte ja sein können. Hier habe ich meinen Stall. Ja? Richtig. Mein Baumhaus. Hello. So, jetzt mal gucken. Hier ist tote Hose irgendwie. Hier ist nichts drin. Da ist nur so. So, wir müssen jetzt hier mal eben nach unten. Hübsch. Fuh. So, Was hast du eigentlich noch alles in deinem Gewächshaus? Oder hast du schon abgegrast? Nur Möhren. Oder ja, hier haben wir jetzt so... Was haben wir denn hier? Nee. Nichts, was wir brauchen können. Teppich habe ich noch. Ja. Blauen Teppich. Scheiße. Da ist es. Lapis Lazuli. Dung, dung, nehmen wir mit. Lapis. So, da gibt leider nur nicht so viel, weil mehr habe ich nicht. Nee? Glaub nicht. Hier haben wir einen Sattel, warte. Was? Oh. Ja, den kann ich nicht gebrauchen. So, das wäre erstmal alles, was wir hätten. Mhm. Für die Buchstaben weiß ich nicht, ob es reicht, aber können wir ja probieren. Wow! Ich weiß ja nicht, wie groß du es machen willst. Oder wolltest du gleich wieder übertreiben? Hallo? Nein, wir übertreiben doch nicht. So, jetzt müssen wir nur sehen, dass wir wieder zurückkommen. Oh, es wird hell. Es wird hell. Das ist schön. Es wird hell. Und wir brauchen dringend Steine. Den Mist brauche ich nicht. Hast du nicht unter deinem... Ja, oder da. Genau. Hier könnten wir ein paar Steinchen noch mitnehmen, aber das reicht nicht. Das können wir uns für die nächste Folge, spare ich mir das einfach auf. Okay. Ich muss mal wieder Höhlentour machen. Ja. Mal wieder ein paar Sachen sammeln. So. Ui. So, Steve, lauf. Also ich finde das ja absolut genial, da im Dschungel mit den Ranken, ne? Ja, das ist total geil. Das sieht echt super aus. Das ist auch so mein Lieblingsort, wo ich am liebsten baue und überhaupt spiele. Ja, das mit der Pyramide war eine geile Idee. Ja, diese auch, Inka, Maya, hast du nicht gesehen, Pyramide? Die ist ein bisschen weiter entfernt. Ja, aber ich, sag mal, ich lob dich hier. Ja, nein, das ist aber ja, danke. Nein, doch. Ich habe das schon verstanden, wie du das meinst. Guck mal, das sieht doch schön aus von Weitem, ne? Ja, ist es auch. Mit zwei Bäumen davor. Und ein Todesei. Warte, Todeseier sind immer gut. Und tsch. Nein, warum nimmt ihr das denn nicht? Du bist ein doof Mann, Joe. Du schießt niemanden ab. Nee. Hat nichts gegeben. Tut mir leid. Tja. Aber wir können jetzt eigentlich... Ein schwarzes Schaf. Oh, eine Schnecke. Ja, da. Hallo. Flöte. Ich war gerade noch draußen. Wir können jetzt eigentlich unsere Schafe langsam freilassen. Schwarze Wolle brauchen wir keine mehr, ne? Nö. So, wir müssen eben gucken. So, pass auf jetzt. Ja, nee, haben wir ja alles fertig, ne? Warum hast du die jetzt nicht freigelassen? Ja, mache ich jetzt. Ich will eben was ausprobieren. Wie viele Blöcke kriegen wir hier raus? Gar keinen. Oh, Scheiße. Du siehst es schon kommen, nicht wahr? Ich möchte es gar nicht wissen. 8 Stück. 8 Stück. 9 Stück. Nee, 12. Die sind 12. Es wird nicht so viel werden, wie man vielleicht braucht, aber... Schwupp, warte, jetzt müssen wir ein bisschen aufteilen. So, Flötsch. Und dann hat sich das, glaube ich, schon... Ja, genau, hat es schon erledigt. Weil 15 Stück haben wir gekriegt. Ja. So, jetzt werden wir noch eben schnell die Schafe befreien. Und dann müssen wir aber auch schon Ende machen. Wir haben schon ein bisschen überzogen mit der Zeit. Da müssen wir Ende machen. Ja, da müssen wir Ende. So. Ihr seid frei. Lauft. Lauft. Nicht mehr. So, den Zaun können wir... Wenn du sie einfangen willst, ne? Dann kommen sie nicht, der blöden Viecher. Ja. Ja, und wenn sie frei sind, dann wollen sie nicht gehen. So, ihr seid frei. Kinders, lauft.
Brav. Eierköppe. Brave Katze, brave Katze, ja, brave Katze, schwarze Katze. Kleines Schaf, mach mal Miau. So, dann haben wir das auf jeden Fall. So, jetzt regnet es. Ja, das finde ich auch ganz toll. Es regnet mal wieder in Minecraft. Ja, naja, gut, ich sag auch mal, die Blümchen wollen auch was trinken, ne? Ganz schnell ins Haus. Genau. Wir sitzen ab ins Trockene. Wie kommt denn die Schnecke da rein? Und die Libelle? Alter, raus hier, ein Hubschrauber, da ist noch eine. Ein Schmetterling, guck mal, zwei Schmetterlinge. Und jetzt ist dunkel, jetzt sitzt im Dunkeln. Ja, wie das kommen ist typisch. Die denn da rein? Weiß ich nicht. Hier ist alles zu. Die haben wir wahrscheinlich drin gespawnt, weil es schön groß ist. Aber das gefällt mir am besten hier vorne. Das sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Sehr schön. Müssen wir noch was uns einfallen lassen. So, hier will ich noch irgendwie so säulenmäßig was irgendwas hinzimmern. Jetzt stell dir mal vor, du läufst barfuß unten über dein Schachbrett. Über Wolle, das wäre cool, ne? So, aber jetzt werden wir jetzt mal hier kurz abbrechen, weil... Ja, jetzt brauchst du Kaffee, ne? Ja, wir haben schon überzogen. Überzieht. So, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, was wir hier so fabriziert haben. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao.